Grün war von uns weg, ne? Benutzen. Ja. So, jetzt haben wir ja schon eine ganze Menge Schlüssel. Aber ich weiß immer noch nicht, wo es den roten gibt. Du verkaufst den roten nicht, oder? Sieht nicht so aus. 2, 3, 4, 7, 8, 9. Wir brauchen den roten, ne? Ja, wir brauchen beide rote. Versuche nochmal in das Zimmer zu kommen, was oben jetzt von uns ist. Soll ich hier wieder die Schleuder verschwenden? Will ich eigentlich nicht. Ich will keine Munition mehr verbrauchen. Ich locke sie mal alle in eine Ecke, dann mache ich Stopp und dann versuche ich sie einzubauen. Nicht so viel Material. Kann man eigentlich auch sterben, wenn man sie jetzt direkt schieben würde? Ich glaube, ich will es nicht ausprobieren. Die Stoppzeit ist auch recht kurz. So, vielleicht sterben sie ja jetzt. Ja, und wie gesagt, dann wollte ich gleich nochmal in das obere Zimmer gucken. Das war das Kombizimmer, glaube ich, oben von uns. Und unter uns. War da das Labyrinth? Da bin ich mir nicht ganz sicher. Das mit den ganz vielen Tunneln. Aber hier rechts ist ja so ein kleiner Ausgang. Ich glaube, um das Labyrinth, da gab es einen Gang drumherum. Das könnte der sein. Ich glaube, ich werfe gleich mal einen Blick nach oben. Da konnte man ja, glaube ich, rausgehen. Ach komm. In Sackgassen sterben sie, glaube ich, schneller. Viel schneller. Seht ihr? Die sterben voll schnell in Sackgassen. Ja, geht auch. Komm, hier in die Sackgasse. So. Jetzt wollte ich noch mal ins obere gucken. Das Kombizimmer. Ah, hier können wir eine Notiz holen. Ach, da oben ist ein roter Schlüssel. Okay. Und rechts, da gibt es noch einen türkisen. Moment, warum ist da rechts gerade die Mauer verschwunden? Das ist sonst nicht passiert, oder?
Aber sehe ich das richtig, dass wir... dass wir den dunkelroten Schlüssel brauchen. Und den haben wir nicht, ne? Man kann auch mit Nummern machen. Ich stelle das mal kurz um. Türnummern statt Farben. Schlüssel Nummer 5. Brauchen wir hierfür. Und wir haben 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9. Uns fehlen also 5 und 6 und 10. 6 und 10 gibt es hier und 5 muss es noch irgendwo anders geben. Ja, ich würde lieber erstmal den Schlüssel hier haben. Also man kann das, glaube ich, hier wegätzen. Da bräuchte man 1, 2. Ja, 1, 2, 3, 4. Die beiden gehen in 1, 4, 5, 6. Ich glaube, da bräuchte man 6 Flaschen. Dann hier, das Rätsel, das verstehe ich noch nicht ganz. Ich weiß immer noch nicht genau, was das mit dem Gitter auf sich hat, was man mit dem Gitter machen kann. Also dieses Grüne hier ist ja wahrscheinlich das Gitter, ne? Aber versuche ich mir mal die Notiz hier zu holen. Nutze deine Freunde zum Überwinden der Roboter in den Mauern. Das wäre ein guter Tipp. Nein, nicht schon wieder. Dass sie jedes Mal wieder da sind, die Roboter, ne? Das nervt auch ein bisschen. Dass es so schwierig ist, die einzubauen. Nein, nein. Das war knapp. Oder habe ich jetzt schon mal 4 Stück drin gefangen? Die anderen 3 werden nie durch diese Mauer kommen, oder? Nein. Schnell reagiert. Ich habe einfach keine gute Taktik gegen die Roboter. Ja, jetzt warte ich einfach. Ich muss auch sagen, mir gefällt das Spiel ziemlich gut. Gerade weil man hat so viele Möglichkeiten und trotzdem läuft man nicht in Sackgassen. Ich glaube, man kann bei Robot durchaus in Sackgassen laufen. Aber man hat immer das Gefühl, es geht noch irgendwie weiter. Man hat immer noch irgendeinen Gegenstand oder irgendeine Möglichkeit, das Rätsel zu lösen.
Jetzt helfe ich mal hier ein bisschen nach. Ja, die Roboterkämpfe sind ein bisschen nervig. Vor allem, wenn ich jetzt die Munition nicht mehr verbrauchen will. Ich glaube, hier gab es noch was. Ah. Wie viel Munition haben wir denn? Ob die Munition dann reicht für alle Roboter? Oder ich muss da hinten irgendwas ablegen. Weil sonst komme ich ja hier nicht durch, ne? Also, wenn ich da durchlaufe, kommen ganz viele Monster. Danach vielleicht schnell die Schleuder ablegen und kämpfen. Also, durchlaufen. Und schlechter hätte es nicht laufen können. Warum können die da durchlaufen? Ja, das war gar nichts. Okay, ich habe ja seit hier, glaube ich, nichts mehr gerissen. Von daher ist es nicht so schlimm, wenn ich jetzt hier nochmal anfangen muss. Da ist Schlüssel Nummer 5. Und hier ist keine Tür. Geht der Händler da durch? Oder kann ich das wegätzen? Ja, komm, du gehst schon da durch. Fünf Flaschen habe ich noch. Wie sieht denn das da aus? Kämpft man dann gegen die Monster? Das wird echt. Okay, man kann. Nein, nein, nein! Die Bombe wollte ich nicht explodieren lassen. Ist jetzt. Ja, jetzt brennt sie wieder, okay. Es wird nicht so einfach. Kann ich mir das nochmal angucken, oder? Ja. Ich kann dann Magneten verwenden. Den Schlüssel, aber wenn ich dann raus will, dann wird ein Monster auf jeden Fall freikommen. Das kann ich, glaube ich, nicht verhindern. Geht er jetzt hier durch? Das wäre schön. Nicht zurückgehen. Naja, bewegt sich nicht. Er kommt immer zu mir. Er läuft mir hinterher, oder? Ja, ich glaube, er läuft mir hinterher. Ich will doch, dass er verschwindet. Oder muss ich hier benutzen? Ich kann das nicht wegätzen. Ich muss warten, bis er da durchgeht. Weil der ist doch hier mal durch verschwunden. Oder macht das nur, wenn er sich unbeobachtet fühlt? Warum läuft er nicht mehr? Der kommt mir nur hinterher.
will an diesen fünften Schlüssel, dann komme ich endlich weiter. Was kann ich sonst noch machen hier? Es gibt auch noch einen Weg in den linken Raum. Welches war der linke? Ah, das ist der Dingsraum, wo ich den Schlüssel schon habe. Der läuft mir nur noch hinterher, der Händler. Sonst ist der mal weggelaufen. Da muss man vielleicht alle Monster hier drin besiegt haben. Eine bisschen langweilige Taktik, gebe ich ja zu. Ich kann auch mal wieder die Schleuder verwenden, oder? Munition müssen wir doch genug haben. Hier gibt es auch noch Monster. Nein, Händler, geh weg. Habe ich eine zweite Schleuder? Ja, habe ich noch. Aber bei dem Andrang muss ich, glaube ich, abwarten. Ich gehe vielleicht mal mehr hier rüber. Man kann zum Glück die Geschwindigkeit des Spiels einstellen, weil sonst wäre das echt ein bisschen ätzend. Diese Monsterkämpfe sind auch eigentlich das, was mich an dem Spiel am meisten stört. Ich finde es jetzt nicht so schlimm. Also man hat ja dann die Schleuder und dann ist es eher so auch Geschicklichkeitsspiel gegen die Monster. Aber die sichere Methode ist halt, sich irgendwo verstecken und warten. Das heißt, wenn man auf sicher spielen will, dann dauert es immer lange. Das ist ein bisschen ungünstig. Aber ich weiß auch nicht, wie man es hätte besser machen können. Ich meine, man kann es so, jetzt kann man es so ein bisschen mit Zelda vergleichen, dieses Spiel. Ne? Und bei Zelda hast du dann aber ein Schwert und also sobald du das Schwert hast, sind Monsterkämpfe einfach nur noch monoton langweilig. Okay, ich würde jetzt nicht sagen, dass das hier nicht monoton langweilig ist, aber wenn man die Schleuder hier benutzt, dann ist es ja schon ein Geschicklichkeitsspiel.